Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute möchte ich euch wieder mal ein bisschen Zubehör vorstellen. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen aus England bestellt von der Firma Rowan Engineering. Schaut euch die Sachen mal an, richtig geiles Zeug. Los geht das Video. Ich möchte euch gerade nochmal meine beiden Gewehre zeigen. Zum einen habt ihr ja die BSA Ultra SE und zum anderen die Weihrauch HW30S. Die kennt ihr ja schon aus einigen anderen Videos. Ich kann mich halt einfach nicht zufrieden geben und suche immer nach einem Upgrade bzw. einer Verbesserung, sei es technisch, sei es optisch. Und dann nach Durchforsten des Internets und natürlich auch nach Rückinfo von einigen Schützenkollegen bin ich auf Rowan Engineering aufmerksam geworden. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Parts zu bestellen. Das eine ist in Deutschland beim Adam Behnke und das andere ist bei Rowan Engineering direkt. Ihr werdet beide Links dann einfach mal in der Videobeschreibung finden, dass ihr dann auch euch mal umgucken könnt, was es da denn alles so gibt. Ja, da möchte ich mal ganz kurz vorstellen, was ich da mir denn gekauft habe. Ich zeige das natürlich später auch nochmal in der Nahaufnahme. Und zwar zum einen habe ich jetzt meiner HW30S hier einen Abzugsbügel gegönnt und ein Abzugszüngel. Das sind Aluminiumparts, also das heißt, sie wurden CNC gefräst. Es gibt auch ein Video, wenn ich es finde, dann verlinke ich es euch auf jeden Fall auch noch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie diese Teile hergestellt werden. Also das ist wirklich richtig interessant. Die Techniker unter euch, die wissen sowieso, wie sowas funktioniert. Für mich war es halt selbst wieder mal neu. Also ich fand es wirklich interessant. Auch wenn es schon ein älteres Video ist, könnt ihr euch auch mal danach reinziehen. Aber jetzt erstmal fertig gucken. Zum anderen habe ich mir dann hier für die BSA Ultra einen sogenannten Airstripper, wir nennen es in Deutschland Kompensator, gekauft. Ich habe hier noch einen zweiten, der soll dann mal irgendwann auf meine Weihrauch HW30S. Momentan gefällt mir der Schalldämpfer noch richtig gut, aber das Schöne ist, der hier ist nicht montiert, den können wir uns dann mal in der Nahaufnahme näher anschauen. Okay, gehen wir mal in die Nahaufnahme und gucken uns einfach mal die Teile genauer an. Wer sich schon mal die Internetseite von Rowan Engineering angeschaut hat oder im Internet die Bilder angeschaut hat, der wird merken, wenn er so ein Originalpart mal in der Hand hält, dass die Verarbeitung und die Präzision und die optische Schönheit von den Teilen eigentlich erst wirklich so richtig rüberkommt, wenn man die mal in der Hand hat. So, ich habe jetzt hier ein bisschen umbauen müssen auf dem Tisch, dass ich den Camcorder abstellen konnte. Ihr seht hier so eine kleine Madenschraube, da könnt ihr den Konus in diesem Airstripper verstellen. Ich habe die jetzt gerade mal gelöst und dann lässt sich das reinschieben. Somit sollte sich auch aufklären, weshalb es manche Bilder gibt, wo dieser Konus im Kompensator plan ist und manchmal sieht man Bilder, wo das eben ein Stückchen raussteht. Der Vorteil ist, dass ihr anhand der Streukreise sehen könnt, wie ihr den am besten zu eurem Gewehr einstellt. In der Bedienungsanleitung steht dabei, dass der Anfang von diesem Konus ungefähr 5 mm vom Ende des Laufs entfernt sein soll. Hier seht ihr dann den Kompensator in schwarz. Ihr seht auch, dass ich bei meiner BSA das Teil innen plan reingeschraubt habe. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt. Versucht mal hier drauf zu achten. Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, dann in der finalen Aufnahme. Das Ende des Laufs sieht man hier und den Anfang von dem Konus in dem Kompensator. Die sind 5 mm voneinander entfernt. So hat es bei mir, das ist ein bisschen Staub, was ihr hier drauf seht, so hat es bei mir dann wirklich den besten Streukreis, sprich ein einziges Loch auf die 11,5 Meter gegeben. Okay, und dann gehen wir direkt über zu meiner HW30. Zu meinem persönlichen Schätzchen. Jeder, der den Matchabzug-Rekord kennt, weiß, dass hier innen drin noch eine Schraube ist. Die ist hier bei dem Züngel, wenn man sich das bestellt, um einiges kürzer dann nochmal. Das heißt, die steht nicht so raus. Man sieht sozusagen nur hier diese schöne Abzugszüngel. Das gibt es von Rowan Engineering auch noch als gerades Züngel. Und es gibt noch eine Version, wo es, ich sag mal, noch um einiges bauchiger ist. Mir persönlich hat das sehr gut gefallen und dann seht ihr auch noch hier, wie schön sich das drin spiegelt, die absolut 100%ig verarbeiteten Teile. Hier mal zum Vergleich, muss man am besten, hier mal zum Vergleich das gleiche Teil von Weihrauch. Okay, da liegt preislich natürlich ein kleiner Unterschied, aber wer auf Customizing Wert legt, also wer einfach unbedingt ein schönes Gewehr haben will,
Ja, der nimmt auch bestimmt die paar Euro in die Hand, die das andere Teil halt eben mehr kostet. Auch dazu ist zu sagen, dass es das Abzugszüngel auch in anderen Farben noch gibt. Es kriegt dann Gold und in Schwarz. Und den Abzugsbügel, den gibt es auch noch in anderen Farben. Also da guckt euch einfach mal genauer um. Natürlich bietet Rowan nicht nur die Teile hier für die Weihrauch und BSA an. Ihr kriegt es für Walter, ihr kriegt es für Air Arms, für FX Air Guns. Ihr kriegt, keine Ahnung, schaut euch auf der Seite um. Also wirklich für eine ganze Menge Firmen gibt es da Tuning-Teile, gibt Mehrschussadapter, Einzelschussadapter. Die Field-Target-Schützen unter euch kennen es sowieso. Und zwar das Teil, das wahrscheinlich die meisten Field-Target-Schützen sich von Rowan kaufen. Und zwar ist es die Vorderschafterhöhung, eine verstellbare, die schlägt mir ein paar Euro zu Buche, aber ich wüsste zumindest keine, die jetzt im Field-Target-Sport mehr Ansehen genießt oder häufiger verwendet wird als die Vorderschafterhöhung von Rowan Engineering. Wie gesagt, könnt ihr beim Adam bestellen oder eben direkt in England. Ja, ich habe euch jetzt einfach mal meine Teile vorgestellt. Was bei mir noch kommen soll, ist auf jeden Fall hier ein anderes Abzugszüngel für die BSA. Das ist zwar okay, aber da gibt es auch ein völlig verstellbares von Rowan. Das lässt sich in der Höhe verstellen, das lässt sich in der Tiefe verstellen. Also das kann ich dann halt eben direkt auf meine Hand anpassen. Und das wird dann irgendwann mal noch nachkommen. Für die R10 gibt es hier auch noch, weil es mir gerade einfällt, und für die Scorpion, glaube ich, ist das, nagelt mich nicht genau fest, auch ein Repetierhebel, einen anderen, auch in Silber, in Gold. Es gibt hier für die BSA noch eine Kappe hier in Silber und in Gold. Und ja, eine ganze Menge anderer richtig schöner Teile, wie ihr eure Gewehre verschönern könnt. Okay, ich habe jetzt eine ganze Menge erzählt. Guckt euch das Ganze mal an. Ich selbst bin mit der Qualität sowieso und auch mit der Optik jetzt absolut top zufrieden. Ich packe nochmal gerade meine BSA zur Seite, um mal einen vollen Blick nochmal auf mein Weihrauchschätzchen zu ermöglichen. Auf die bin ich schon ein bisschen stolz. Die gefällt mir echt richtig gut. Alles klar, das war's von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, servus, sagt der Gandhi.